Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Wasteland 2. Wir sind immer noch in diesem kleinen Schweinehaufen hier drinne und müssen uns jetzt irgendwie raushauen, aber das macht irgendwie gerade nur wenig bis mäßig Sinn, weil die halt... Nee. Soll ich ihn noch einmal reinschießen lassen? Wann ist er denn dran? Das dauert viel zu lange. Wen töpfe ich denn mal an? Wer darf denn mal? Du. So. So, dann ist er. Ich könnte natürlich einen Waffenwechsel machen. Wie viel Schaden macht das Ding? 25. Das würde sogar fast reichen für den Haufen. Wo will ich den am meisten? Ja, hier eigentlich, ne? Dann ist halt Ruhe, deswegen. Ich schmeiß mal. Juhu! Es wird und wird nicht weniger irgendwie. Na, vielleicht macht er das jetzt da hinten mit seiner Schrote. Ja. Macht er. Gut, packen wir den mal weg. Das ist die totale Munitionsverschwendung. Ich will das gar nicht. Okay, jetzt habe ich sogar noch auf Salvenschuss gehabt, ich Dödel. Naja, gut. Dann räumen wir mal auf. Wer hat denn am meisten AP? Du. Nicht, dass das in irgendeiner Weise noch was zu heißen hat, aber naja. Ab nach Hause. Ja klar, 96% unternehmen. Ist also gar nichts zu gebrauchen, oder? Wieso lebt denn der noch? Was ist denn das für ein Schmarren? Naja, gut. Machen wir so. Und dann bitte jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Einzelschuss, bevor ich hier wieder was verschwende. Danke! Na, guck mal. Alle ein Level abgekriegt sogar tatsächlich. Sag mal, hört das auch nochmal auf? Alter! Wie viele Erfahrungspunkte sind das? 2000! Huhu! Reich! Reich ich bin! So, einmal durchfunken. Report. Dankeschön. Heilen brauchen wir deswegen auch so gut wie nicht. Nur aufsammeln können wir noch ein bisschen was. Der ein oder andere hat hier vielleicht noch was rumliegen. Bücher zum Beispiel. Oder eine Spatz 12. Oder Jacken. Ich hoffe, wir können gleich irgendwo mal handeln. Wir haben die Taschen voll mit allem möglichen Gedöns und ich werde einfach nicht los gerade. So, er ist natürlich wieder überladen, selbstverständlicherweise. Das heißt, wir müssen ihn mal kurz auseinandernehmen. Vielleicht kriegen wir noch was lecker. Ein Full Choke, na super. Ein Fall für die Mülltonne. So, eins. Zwei und drei. So. Speichern. New Citadel können wir machen. Das wird auch kein gutes Ende nehmen. Das Ödland.
Aber das wird ja ein Geballer ohne Gleichen werden, vermute ich mal. Ah ja, hier ist besetzt. Ist ja interessant. Es ist im Moment tatsächlich relativ ruhig. Deine goldene Zukunft. Schön, wollte ich schon immer mal lesen, meine goldene Zukunft. Okay, Medikits. Gut, sind ja jetzt gerade nicht unbedingt zu verachten, sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen, ne? Oha, hier ist ein Funkturm. Irgendwo war doch hier gerade eine Option. Da. Fünfziger Munition. Die kommt doch gerade wie gerufen. Okay, hier hat's Wächter. Irgendwo den ganzen Mist können wir mal mitnehmen. Ich habe noch mit Roben und Prothesen ans Kind. Sie hat ein Klemmbrett. Wir kommen dann bis zu einem Pilger. Ja. Eine kleine Umfrage. Woher kommst du? Los Angeles, Arizona, weder noch. Woher kommen wir denn eigentlich? Weder noch. Hirte von Matthias in Broschüre, Flugblatt, Radiosendung. Warum haben wir sie nicht direkt angegriffen? Frage ich mich jetzt gerade. Machen wir auch direkt, glaube ich, oder? Ja. Das macht keinen Sinn. Den Schuss dafür verschwenden. Dann können wir lieber auf den hier setzen. Das meint der Knirps jetzt hier nicht ernst, oder? Ich glaube, das meint der Knirps nicht ernst. Packen weg. So. Ah,
Ladehemmung. Ich werd bescheuert. Gibt's doch nicht. So, 99 oder wir nehmen. Ich nehme den mal. Wir nehmen mal den da hinten. Da hat er nur noch 100. Vielleicht reicht's ja für was. Oh ja, reicht für was. Sehr gut. Na gut, einmal ist er noch dran, einmal da war. Das muss reichen. Und jetzt verkriech dich. Verdammt, ich habe vergessen, die Kopfschussoption zu nehmen. Na, ist ja egal. Dö. Wieder ein Level up. So, ich würde, bevor wir jetzt tatsächlich da runtergehen, wirklich als... möchte ich? Nee, eigentlich bringt's uns das nichts. Das Ganze verkaufen. Wir werden jetzt nicht mehr viel Zeug kriegen hier. Oh, da kommen wir nicht rein. Wir werden hier wahrscheinlich gar nichts mehr kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich da hinten den Kampf bestreiten. Irgendwie. Das heißt, wir sollten uns vorher gut vorheilen und dann einfach mal drauf hoffen, dass wir Glück haben. Also sprich kritische Treffer. Eher keine kritischen Treffer. Und so weiter und so fort. Ja, dann tingeln wir mal erstmal da hinten. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Können wir noch irgendwas machen, was eventuell jetzt gerade... Wir können gucken, ob wir irgendwas kriegen, was die Initiative ein bisschen erhöht. Können wir gleich mal komplett durchgehen, das Inventar. So, hier müssen wir uns dann gleich erstmal schön vorbereiten. So, einmal speichern. Ich darf den Weg nochmal laufen müssen. Ich speichere gleich nochmal, nachdem ich geheilt habe, logischerweise. Braucht nur noch eher was, und ansonsten ist alles weitestgehend voll. So, nochmal nachladen. Jetzt gehen wir nochmal wirklich das Equipment durch. Machen wir in dieser Folge auch nichts anderes. Guck mal, hier ist zum Beispiel noch kein Schmuckstück drin, warum auch immer. Da können wir doch mal gucken, was wir hier noch haben. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit haben wir. Wahrnehmung bringt uns gar nichts. Auffassungsgabe bringt uns gerade auch nichts. Na, eigentlich nur die kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Alles andere ist Muckefuck. So. Was können wir denn noch dran? Wir können noch Laservisiere irgendwo dran machen. Warte mal, können wir die da? Haben wir? Können wir? Tun? Haben wir? Wir haben... Hallo? Wieso haben wir denn nichts drin? Bin ich denn betrunken oder was? Wieso habe ich denn da keine Laservisiere dran gemacht? Das ist doch gut für zum Treffen. Mod anbringen. Mod anbringen. So. 15% Trefferwahrscheinlichkeit. Was können wir da noch dran basteln? Nix mehr. Wir haben zweimal die gleiche Waffe, das ist sehr gut. Da brauchen wir uns auch nicht entscheiden. Wir müssen nicht überlegen, was kommt denn immer wohin. Hä? So, ab in die Hand. Ab in die Hand. Warte mal. Die hat ein großes Magazin, oder? Hochkapazitätsmagazin, ja. Da ist nur ein kleines drin. Gut, da sind wir voll geladen. Da ist auch alles drin und dran, was wir haben wollen.
Er hat ja nur dieses blöde Ding. Das ist aber gegen Roboter eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn er jetzt nicht als erstes sterben würde, wäre das vielleicht ganz prima. Ich glaube, mehr können wir jetzt schon gar nicht beeinflussen. Na gut, dann speichern wir jetzt nochmal und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir das einigermaßen getreten kriegen. Bis dahin alles Gute, danke fürs Zuschauen und tschüss.